Sag mal, Tanja, der Antenne 1 Neckarburg Rock und Pop Talk. Die Anzahl von psychischen Erkrankungen steigt von Jahr zu Jahr. Sowohl für die Erkrankten als auch für die Angehörigen eine extreme Belastung. Wenn die Seele der Angehörigen nach Hilfe ruft, darüber rede ich heute mit Dr. Georg Schumacher, Patientenfürsprecher der IBB-Stelle, der Anlaufstelle für Menschen mit psychischen Erkrankungen und auch für deren Angehörige im Landkreis Rottweil. Herzlich willkommen in meiner Sendung, Herr Schumacher. Guten Abend, Frau Köhler. Herr Dr. Schumacher, Angebote für psychisch Erkrankte sind scheinbar obligatorisch. Warum ist ein Hilfsangebot für die Angehörigen emotional verbunden sind immer mitbeteiligt und vor allem belastet. Die Kommunikation, die Emotionalität ist eine andere wie uns ebenso wichtig. Die Angehörigen psychisch erkrankter Menschen sind je nachdem, wie eng sie mit den Angehörigen zusammen wohnen oder auch wenn man unter normalen Umständen in einer Partnerschaft, in einer Ehe, in einer Familie miteinander umgeht. Es ist im Grunde jeder Kontakt ein Stück weit konfliktbelastet. Herr Dr. Schumacher, ist das so, dass je näher einem der psychische Erkrankte steht, umso größer das Leid der Angehörigen ist? Davon muss man ausgehen. Es gibt zwei Formen der Nähe. Das eine ist die räumliche Nähe und das andere ist die emotionale Nähe. Und je näher die räumliche Nähe ist und je stärker die Emotionalität, die gegenseitige Emotionalität ausgeprägt ist, umso betroffener sind die Angehörigen und umso größer sind die Belastungen. Und wie wird die Lebensqualität der Angehörigen beeinflusst? Also in welchen Bereichen? Ich denke, es ist in allen Bereichen eine Belastung, weil man sich für die psychisch Kranken mitverantwortlich fühlt und auf deren Belange, auf deren Wünsche, auf deren Emotionalität man praktisch bei jedem Kontakt eingehen muss. Und je häufiger diese Kontakte sind, und das ist jetzt wieder die räumliche Nähe, umso mehr sind die Belastungen der Angehörigen und umso mehr ist natürlich auch deren Lebensqualität beeinträchtigt. Ich denke zum Beispiel an ein Elternpaar, wo der Sohn, der psychisch kranke Sohn, mit einer Psychose im gleichen Haus wohnt und immer wieder Kontakte mehrfach täglich stattfinden und dadurch auch das Konfliktpotenzial dieser emotional instabilen Menschen einfach größer ist. Herr Dr. Schumacher, auf welche Gefühlswelten treffen denn die Mitarbeiter der IBB-Stelle bei den Angehörigen und wie gehen die damit um? Die Gefühlswelten der Angehörigen oder der psychisch Kranken, die zu uns kommen, sind unterschiedlich. Teilweise sehr sachlich und ruhig, aber auch teilweise sehr emotional. Die Mitarbeiter der IBB-Stelle versuchen immer, den Betroffenen zuzuhören erstmal, um dann über gezielte Fragen Lösungen herausarbeiten zu können. Sie helfen beim Sortieren also. Was raten Sie, wie soll man als Angehöriger mit dem psychisch Erkrankten in der Familie umgehen, wenn die Gefühlswelt einen droht zu zerreißen? Also der Angehörige sollte es eigentlich gar nicht so weit kommen lassen. Er ist dann nicht mehr in der Lage, demjenigen, dem er eigentlich zur Seite stehen will und dem er helfen will, noch helfen zu können. Er muss schauen, dass er selbst in der Lage bleibt, den Betroffenen unterstützen zu können, begleiten zu können. Wenn der Angehörige nicht mehr in der Lage ist, aufgrund seiner zerrissenen Gefühlswelt zu helfen, dann braucht er selber Hilfe. Herr Dr. Schumacher, es gibt ja meistens so gute Tipps für die Angehörigen. Boah, lass dich nicht von der Krankheit vollständig einnehmen, respektiere deine eigenen Bedürfnisse und. Gar nicht so einfach, oder? Das ist richtig und diese Sätze sind ja inhaltlich grundsätzlich richtig. Man muss aber als Angehöriger von psychisch kranken Menschen schon
Hilfe in Anspruch nehmen und sind, seien es gute Freunde, seien es sehr vertraute Personen, sei es der Hausarzt oder auch eine verhaltensorientierte Psychotherapie, zum Beispiel bei einem Psychotherapeuten. Man muss als Angehöriger einfach in der Lage bleiben, wenn man den Erkrankten, psychisch Erkrankten helfen will, selbst stabil zu sein. Und welche konkreten Angebote gibt es bei der IBB-Stelle? Die IBB-Stelle berät in erster Linie. Sie macht keine Rechtsberatung. Wir machen telefonische Beratungen. Wir machen auch Sprechstunden und verabreden uns mit den psychisch Erkrankten oder mit den Angehörigen, um gemeinsam eine Lösung zu finden. In der Regel ist es so, dass die Angehörigen ja schon vieles versucht haben und an ihre Grenzen gestoßen sind und dann von uns erwarten, zu Recht erwarten, dass wir ihnen weitere Lösungsmöglichkeiten anbieten. Weitere Infos bekommt ihr auf ibb-rottweil.de. Herzlichen Dank, Herr Dr. Schumacher, für unser Gespräch. Gerne, Frau Köhler. Ich bin die Tanja Köhler, eure Antenne 1 Neckarburg Rock- und Pop-Psychologin. Sag mal, Tanja, der Antenne 1 Neckarburg Rock- und Pop-Talk. Stellt Tanja eure Fragen per E-Mail an dietanjaköhler@antenne1-neckarburg.de. Antenne 1.